Moin Leute, lange nichts von mir gehört, dafür will ich mich entschuldigen. Gab ein paar Probleme mit meiner Internetleitung, die haben sie auf der Straße durchgeknipst. Letztes Mal habe ich schon hier bei meinem Onkel hochgeladen, das Video. Und letztes Wochenende keine Zeit, da haben wir bei meinem Chef Sommerweizen gedrillt. Und so sieht es aus. Deswegen jetzt wieder ein Video und jetzt eigentlich hoffe ich wie gewohnt alle zwei Wochen eins. Also meine Internetleitung soll wahrscheinlich Montag repariert sein und dann kann das wie gewohnt weitergehen. Ja, alles klar, jetzt kommen hier die Clips der letzten Wochen, was ich so gemacht habe. Alles klar, bis denn, ciao. Moin Leute, Sonntag, 3. März. Was mache ich heute am Sonntag? Ich habe mal ein paar Düsen bei unseren Spritzen ausgebaut. Und die will ich immer machen wir immer nach dem Winter einmal sauber, wenn man sich die anguckt. Ne? Schon geil, dass er so alles über Winter sich absetzt. Ja, und jeder, der eine Spritze hat, weiß, dieses ewige Saubermachen ist absolut ätzend. Alle Düsen ausbauen, dann die Düsen sauber poolen mit Luft oder mit Wasser, wie auch immer. So, und ich habe so ein Ding besorgt, das ist ein Ultraschallbad. Kann man hier heizen und hier die Ultraschall, wie lange das laufen soll, und hier zum Lärm machen. Ich habe schon Wasser drin, wird ein bisschen agro-clean und das kommt jetzt einfach mal auf den Test an, ob das tatsächlich funktioniert oder nicht. Ich habe erstmal die Filter alle rausgemacht, in einen Pott gemacht. Hier ist der Rest, also die Düsen und die Verschlüsse. Und jetzt packen wir erstmal das rein, wenn es aufgeheizt ist, und dann gucken wir uns das erstmal an. Alles klar, bis denn. Eine Sache noch, also momentan läuft gerade dieses Ultraschallding da unten, habe ich reingeschmissen. Habe heute noch was geholt, was interessant ist. Und zwar einen Kompaktor. Den habe ich gekauft, gebraucht. Ist wahrscheinlich uralt, ein Datum steht nicht drauf. Die Schare sind runter, da bestellen wir einen neuen Einsatz. Und von den Walzen, also 1, 2, 3, 4, 8 Lager, die machen wir neu. Und dann kann das Ding endlich in Einsatz, weil mir fehlt ja sowas im Endeffekt. Also ich habe keine Eggenkombination oder sowas für Rübenland fertig machen. Und ja, ich hoffe darauf, dass das gut funktioniert. Ich nehme mich natürlich mit, wenn wir das hier durchreparieren die nächsten Wochen, müssen wir ja auch irgendwann dazu kommen, weil irgendwann wollen wir auch mal Rüben drillen. Beziehungsweise für Rüben soll das sein und für Mais wollte ich das nutzen. Ja, nur dass ihr das auch schon mal gehört habt, wenn euch interessiert, wie das Ding jetzt funktioniert. Der hat vorne eine Walze, wo er drauf läuft, dann kommt eine Schleppschiene, die Erde schiebt. Die Erde schmeißt es in die Walze und umso mehr die Schleppschiene greift, umso mehr Erde fliegt in die Walze, umso feiner wird es. Dann kommen die Schare. Zwei Reihen, ganz flächig. Wenn sie ganz sind und nicht so wie die schon abgenutzt, dann kommt die nächste Walze. Da nochmal dasselbe Spiel. Hier nochmal eine Schiene, die auch nochmal Erde reinwirft. Und zum Schluss die Kroskelwalze, die sozusagen wieder verfestigt. Das war jetzt mal so ein schneller Ablauf dafür, wie das funktioniert. Tiefeneinstellung erfolgt hier über die Bolzen. Einmal komplett rüber vom Zinkenfeld. Und ansonsten ist das einfach nur runterlassen, Abfahrt. So hoffe ich, dass es funktioniert. Ja, alles klar. Wir gehen wieder runter und gucken, was unsere Düsenfilter machen. Alles klar, bis gleich. So Leute, ich hatte jetzt beides, also die Filter und die Düsen, jeweils 20 Minuten mehr drin. Und bei den Filtern, ja, was soll man sagen, wenn man sich die anguckt, der ist kaputt. Die sind nicht super sauber geworden. Und bei den Düsen, die waren ja total verklebt vom ARL und all dem Kram, das ist ja richtig schön sauber geworden. Man könnte es ja sogar noch zweimal machen, wenn man das unbedingt will. Ich habe das jetzt alles einmal nur mit klarem Wasser abgeduscht. Ja, und fertig ist das Zeug. Wie gesagt, hier kann man, an dem Ding kann man einstellen 20 Minuten Timer und dann rattert er da durch. Hitze habe ich auch drauf gegeben. Ja, ich habe das Ding jetzt einmal wieder komplett sauber gemacht. Ja, also, falls einer sowas schon mal probieren wollte, aber es nicht gekauft hat, weil das sehr teuer ist, kann ich jetzt auf jeden Fall sagen, es funktioniert. Ja. So sieht das aus. Alles klar, bis dann. Ciao.
Moin Leute, Dienstag, der 19. März. Was machen wir? Wir sind am Dünger streuen. Wir streuen die erste Gabe zu Ende. Also die haben wir gesplittet gehabt. Am Anfang hat man diese Belasulfan gestreut. Zwei Doppel, aber da zu wenig Schwefel drin ist, haben wir jetzt mit SSA nochmal nachgelegt. Ja, und wie sieht der Weizen aus? Wir sind hier in Osterwiek, vielleicht erinnert ihr euch, ihr könnt ja gerne nochmal in dem Vlog von vor, ach keine Ahnung, wo wir hier gedroschen haben, gucken. Hier ist ja viel ausgefallen an Weizen und ja, war schlecht geerntet. Auf jeden Fall, ja, so sieht der Weizen jetzt aus. Es ist viel Ausfallgetreide noch durchgekommen, tatsächlich. Also wenn man das jetzt so sieht, so die ganzen großen Puschel, die hier so hoch stehen, das wird alles Ausfallweizen sein. Und wenn ich in der Fahrgasse gucke, die ist auch grün. Gut, jetzt sind wir hier drüber gefahren mit dem Trecker, jetzt sieht man es nicht mehr so gut, aber die Fahrgassen waren tatsächlich richtig grün. Ja, so sieht das aus hier. Keine Ahnung, was das wird. Ich denke mal, das wird hier alles klappen. Habe ich eigentlich keine Bedenken. Aber so wie hier jetzt dieser Pulk hier, das sieht einfach ganz, ganz stark nach Ausfallgetreide aus. Und ja, es ist auf jeden Fall Weizen da. Keine Ahnung, ob das jetzt so alles funktioniert. Den Graster, das haben wir im Herbst, hatten wir ja schon eine Herbizidmaßnahme gefahren. Also der Bestand ist eigentlich komplett sauber hier. Ja, Fuchsschwanzprobleme haben wir hier in Sachsen-Anhalt. Also wir sind jetzt gerade in Osterwiek, haben wir hier generell nicht. Ja, so. Das ist so der Stand. Gestern Spritze rausgeholt. Vorgestern Spritze rausgeholt. War wieder ein so ein SMCU kaputt. Musste mal wieder an. Hat man zum Glück vorher schon eins bestellt, weil ich das wusste. Also gefühlt jedes Jahr ein, zwei Dinger von denen. Kosten mittlerweile über 400 Euro. Früher haben sie mal 200 gekostet. Ja. Dann heute, nee, gestern, mein Onkel wollte los. Zack. Mit der Spritze auf dem Acker, klappt auseinander. Hat ein bisschen was geschafft und dann auf einmal keine Liter mehr angezeigt. Nix. Ja, wahrscheinlich der Durchflussmengenmesser kaputt. Das kontrolliert er gerade oder wollte er jetzt gerade machen. Und dann wollte ich euch noch was zeigen. Ihr kennt ja hier diesen Monitor, den wir hier haben. Und hätte man das Problem, wenn man fährt, es sind ja keine richtigen Tasten hier, das ist ja nur so ein Touchscreen. Und wenn man fährt und nach vorne guckt und Start-Stopp, also an- und aus drücken will hier, dann vertut man sich öfters mal, meiner Meinung nach. Also ich fand das scheiße so. Kriegt auch kein Feedback. Und dann habe ich jetzt im Winter das Ding hier bestellt. Das ist im Endeffekt ja, das ist ein Joystick von CCI, CCI A3. Und ja, ihr könnt euch halt im Endeffekt, also ihr seht es wahrscheinlich auf dem Bild schon, weil es flackert. Das ist eine, das sind keine richtigen Knöpfe, sondern das ist einfach nur ein normaler Bildschirm, der als Touch-Bildschirm genutzt wird. Und wenn wir jetzt hier drücken, zum Beispiel hier oben Grenzstreuen rechts, dann piept das und es vibriert einmal. Also man merkt es richtig. Ja? Jetzt zeigt er hier, es ist rechts an. Jetzt drücke ich nochmal drauf. Zack, es ist wieder aus. Dasselbe hier, rechts an, rechts aus. Hier unten Start, jetzt wird er piepen, genau, weil die Scheiben nicht an sind. Dann können wir auf der Rückseite, haben wir hier noch einen Knopf, da können wir hier durchschalten. Hier können wir wechseln, da gibt es viele, viele Sachen, hier Teilbreiten schalten, wechseln von Grenz auf Rand streuen. Ja, und jetzt sind wir hier. Christoph hat damit schon ein bisschen gestreut. Er sagt, das ist ein geiles Ding. Ich habe jetzt heute auch mal probiert, finde es super. Ganz unkonventionell gelöst hier. Wir haben uns hier so ein Ding, so ein Flacheisen gebogen. Wird hier so reingeschraubt dann. Und ja, einfach an der Armlehne festgemacht. Bis jetzt hält das alles. Ich bin gespannt, weil irgendwie ist hier kein richtiger Platz, wo man das hier irgendwie festschrauben könnte. Meiner Meinung nach. Aber an sich ist das ein cooles Ding. Kann man wohl auch für zig andere Maschinen nutzen. Dann wird hier eben nicht die die Rauchsymbole geladen, sondern zum Beispiel von Lemken wird was geladen oder von Krone. Dann kann man diese Dinger hier, da gibt es unterschiedliche Teile von, dass das dann auch auf die Maschine angepasst ist. Und ja, ich finde das eigentlich eine coole Sache. Das funktioniert auf jeden Fall recht gut. Ja, Leute, das ist so der Stand. Ich wollte eigentlich mal die Woche noch, wenn ich schaffe, mit euch nochmal auf dem Acker, weil es ist echt was passiert. Also
Das Pflanzenwachstum in den letzten Wochen natürlich auch nicht zugelegt. Da wollen wir uns noch ein bisschen was angucken. Unter anderem auch mein Raps, der so beschissen aussah oder aussieht. Da können wir auch noch mal hingucken. Und ja, noch mal in Weizen sehen, was da passiert ist. Alles klar, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao. Moin Leute, Samstag, 23. März. Ja, wieder nach lang trockenem Wetter hat es heute wieder richtig ordentlich geregnet bzw. gegraupelt. Also die Straßen, die waren weiß gewesen komplett. Hier wirklich so ein Zentimeter Graupel gewesen. Gestern auch schon. Ich glaube, wir haben mittlerweile wieder 15 mm. Ansonsten hätte man tatsächlich diese Woche jetzt irgendwas durchreißen können, was Rübenland angeht, sage ich jetzt mal. Und ja, aber jetzt erstmal wieder 15 mm drauf. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Eigentlich wollte ich ja mit euch irgendwie draußen auf dem Acker, aber ja, eben gerade ist es schön, ja, blauer Himmel, aber es kommen gerade vom Westen schon wieder die dicken Regenwolken und darum habe ich gesagt, wir bleiben heute drin. Ja, was ist passiert? Ja, weiterhin auch nichts bei mir großartig, ne, weil es ist nichts. Achso, ja doch, Spritzer haben wir angehängt. Waren wieder ein Dings kaputt, ein SMCU, also der die Düsen ansteuert. Dann dachte ich, ist das alles schick und es funktioniert alles. Mein Onkel fährt los. Wir haben gespritzt, Roundup gespritzt. Also die Rübenflächen, da wo so viel Gras stand, haben wir gespritzt. Jetzt musste so ein Scheiß. Früher hast du so 0815 Glyphosat gekauft, darfst du nicht mehr. Jetzt müssen wir kaufen das originale Roundup Ultra Flex oder Flex, hast du nicht gesehen. Mussten wir natürlich kaufen jetzt. Und ja, hat die ganzen Rübenflächen gespritzt. Und dann auf einmal kam das Signal, keine Liter. Also, dass er nicht mehr anzeigt, wie viel Liter wir spritzen. Und da schlussfolgert man natürlich erstmal draus, dass das wahrscheinlich der Durchflussmengenmesser ist. Gesagt, getan, neuen Durchflussmengenmesser besorgt, reingesteckt, 10 Meter gefahren, hat funktioniert, bupp, wieder nicht. So, jetzt könnte man natürlich sagen, Pech gehabt. Mit Hardy telefoniert, das ist ja auch so eine Spezialspritze. Also, weiß ich nicht, ich will ja keine Firmen schlecht machen, aber Hardy will ich nicht normal kaufen. Also wie Plunder, wie viel wir damit hatten mit diesem Ding. Ja, auf jeden Fall ging das auch nicht. So, dann hat er natürlich nach einer Drucktabelle oder nach einer Drucktabelle ist er dann gefahren mit Spritzen. Das ging auch richtig gut auf. Und ja, dann mussten wir, haben ein Kabel bestellt. Das ist auch angekommen. Ich kann euch das ja gerne mal zeigen. Ja, das ist so ein Kabel mit ganz vielen kleinen Adern. Der wird jetzt ein Zweistecker. So. Das ist sozusagen, also das Kabel muss jetzt von hinten am Gestänge, da wo der Durchflussmengenmesser sitzt, unter der Spritze langgelegt werden, bis nach vorne in die nächste Steuerbox sozusagen und angeklemmt werden. Und dann hoffen wir, dass das daran liegt. Wir denken, da ist ein Kabelbruch, genau da, wo das Gestänge mal hoch und runter hebt, dass das irgendwie da eine Macke hat. Ja, das muss noch eingebaut werden. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nächste Woche machen. Und dann hoffen wir, dass das wieder geht. Ansonsten die ganzen Düsen, das funktioniert eigentlich alles. Da habe ich schon Angst gehabt, dass das nicht geht. Ja. Vorher, ich weiß gar nicht, ob ich das aufgenommen habe auf meinem. Es ist schon, wie gesagt, ewig her, dass ich was aufgenommen habe. Der Kompaktor, den haben wir jetzt durchrepariert. Der hat jetzt einmal neue Schare gekriegt, komplett. Alle Krümlerwalzen, die Lager alle einmal neu gemacht. Und dann dürfte das reichen. Eins habe ich noch gefunden, und zwar, wenn ihr das jetzt so seht, dieses Char muss ein Tuck weiter nach da. Das habe ich aber auch erst gar nicht gesehen. Das Ding haben sie mal irgendwie, das war wahrscheinlich mal ab der Grindel, dann haben sie auf der falschen Seite angeschraubt und deswegen ist der so 2-3 cm jetzt weiter drüben. Ja, wie gesagt, das Ding ist eigentlich fertig. Wir wollten hier hinten eigentlich die Krümlerwalzen noch machen. Da sind so eine Ringe zwischen, aber das verschiebe ich auf nächstes Jahr. Die Lager sind noch in Ordnung, da muss nur ein bisschen Fett rein und dann geht das wieder. Und somit ist der theoretisch einsatzbereit. Meine Denke ist jetzt, wir nehmen den Kompaktor hinten rein und vorne habe ich doch noch die
diese doppelte Prismenwalze, die kleine, von Güttler. So, das war am besten gar keinen Bodendruck machen mit dem Trecker großartig dieses Jahr. Ich weiß auch noch nicht, gar nicht, wie das wird. Also wir sind ja überall eigentlich nicht tief in den Boden reingekommen jetzt im letzten Herbst. Das heißt, also eine richtig tiefe Bodenbearbeitung hat da gar nicht stattgefunden. Wir sind vielleicht auf 10, 12 Zentimeter, keine Ahnung, ob das gereicht hat. Beziehungsweise die andere Denke ist, auch wenn ich jetzt 20 gegrubbert hätte, ob nicht der ganze Regen den Boden so zugesetzt hat, sage ich jetzt mal, oder so verdichtet hat, ob das eigentlich gar nichts ausmacht, ich weiß es nicht. Ich will auf jeden Fall hier bei uns auf dem Ton wirklich nur ganz flach drüber rauschen mit dem Ding hier und dann gucken, was wir damit fabrizieren. Christoph, der schwört ja auf das Ding hier und darum müssen wir gucken, ob das Ding bei uns hier auch funktioniert. Ansonsten verkaufe ich es wieder. Das ist dann halt einfach so. Ja, nee, so sieht das aus. So ist auch meine Idee dahinter, also dass wir dann das Rühmland damit fertig machen und auch das Maisland. Dafür haben wir das Ding gekauft. Und ja, so ist der Stand. Ansonsten, was war noch? Ah ja, wir haben ja, war glaube ich in zwei Vlogs davor, das Silo abgebaut mit Christoph. Und ich drehe mich mal um, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt jetzt. Wir haben was reingeräumt hier. Und zwar steht der Flug jetzt hier und der Packer hier in der Ecke. Der Packer, der stand ja lange Zeit da oben, bevor ich da hier das große Aufräumen gemacht habe, habe ich den hier weggeholt und auf andere Grundstücke gestellt. Und der Mulcher steht jetzt hier, den habe ich heute noch einmal sauber gemacht, weil ich habe es letzten Herbst nicht mehr geschafft. Einmal sauber gemacht, abgeschmiert. Der hat jetzt hier auch einen guten Platz. Einziges Problem, was ich habe, dass die Durchfahrt hier, die müsste wirklich noch einen Meter länger sein, dann würde ich jetzt mit einem Kompaktor reinkommen. Aber so Arbeitsgeräte 3 Meter breit, das wird nichts. Was wahrscheinlich gehen wird, ist die Rübendrille, die würde hier reinpassen, weil die ja sehr schmal ist, hinterm Trecker sozusagen. Von der Höhe haben wir eigentlich auch kein Problem. Aber der Kompaktor, wie gesagt, der passt hier einfach nicht rein, weil ich hier nicht rumkomme. Also von hier, ich bin hier schon gefahren mit dem, wo ich den Flug reingesetzt habe, bin ich hier schon über die Kante gefahren hier und habe schon gedacht, ich reiße hier irgendwie noch was ab. Aber es hat alles geklappt. Ja, alles super. Wie gesagt, gut, der Kompaktor muss dann draußen stehen. Eine Sache noch, ich habe ja erzählt hier mit Scheunendach und sowas, dass wir was machen wollen. Und da ist jetzt tatsächlich heute oder gestern angekommen, die Bewilligung meines Vorhabens über die regionale Landesentwicklung, die steuern da ein bisschen was bei. Das heißt, wir machen das Dach komplett hier und die die Fassadenseite Richtung Westen. Und wir machen die Hofdurchfahrt, die ich schon mal gezeigt habe, unten, wo wir nicht mit dem Trecker rauskommen. Das kommt komplett weg. Die Giebelseite vom Haus wird zugemacht, gedämmt mit Ziegeln. Das ist so der Plan. Also das, was dieses Jahr so ansteht. Keine Ahnung, ob ich das schaffe, weil die wollen, dass das bis zum 31.10. alles fertig ist. Und dann gibt es auch erst das Geld. Das heißt, ich muss das erstmal alles vorstrecken. Ja, nee, das ist so der Stand. Wir haben das hier alles reingekriegt. Der Flug, das war so ein bisschen tricky, muss ich sagen. Also der stand irgendwo hier, so rückwärts hier rein, hingestellt. Dann haben wir den mit dem Radlader heute hochgehoben, rumgedreht bis hinten an die Wand. Und so kann er jetzt stehen bleiben, nimmt er nicht so viel Platz weg. Den Packer habe ich auch so gemacht. Dann, da wo jetzt der Kompaktor steht, stand der Packer, dann beim Radlader von hier rangefahren, hochgehoben, Stück zurück, runter und mit der Hand dann da reingerollt. Das ging. Das Ding ist halt also jetzt auch weg. Jetzt können wir ja nochmal nach oben gehen, wo jetzt ja theoretisch der ganze Platz ist. Da geht es dann als nächstes weiter, weil, das zeige ich euch gleich. Achso, ja, hier haben wir jetzt die Drillmaschine jetzt und also die beiden Drillmaschinen für die Rüben und fürs Getreide. Die Getreiderille stand ja noch in der Scheune drin. Die habe ich jetzt rausgeholt, dass wir da Platz hatten. Rübendrille davor. Hier stehen noch richtig viele alte Pflanzenschutzkanister leere. Die muss ich nochmal entsorgen. Hier auch. So. Gehen wir mal hinten rum. So. Hier stand der Mulcher. Da stand der Flug. So, jetzt sieht es aus wie ein Schlachtfeld. Das heißt, ich muss hier einmal durchfischeln. Da sind auch noch leere Kanäle. Oh Gott, hier ist so viel Müll. Ja, hier noch einmal sauber machen. Dann will ich hier meine beiden Saatwagen reinstellen. Im Sommer dann, dass die Fahrt, jetzt geht es ja hier drum, dass diese Fahrt hier, wo der Deutz so halb drin steht, frei wird. Da stehen die beiden Wagen. Weil dieses komplette Dach, was hier jetzt einmal durchgeht bis da vorne, muss weg, damit die Scheune anständig decken können.
Und wie gesagt, das ist hier auch alles abgängig. Also da, also hier hinten ist es gut noch, aber da vorne, die ersten 15 Meter, das ist schon komplett Schrott. Da sind sie damals auf die Idee gekommen. Da war immer Dachpappe drauf und mein Opa oder Uropa, die haben da wirklich jedes Mal, wenn da, wenn es irgendwo getroffen hat, haben die gleich irgendwie dick fett Bitumen drüber mit Teerpappe. Und das hat auch wirklich gut funktioniert. Und irgendwann kamen sie auf den Trichter, ja, da machen wir jetzt hier diese Wellpappe drauf. Und dann haben sie da durchgenagelt. Und seitdem ist das Ding eigentlich Schrott und tropft da durch. Und wie gesagt, das müssen wir machen, wenn man hier hochguckt. Das Dach, wie gesagt, das wollen sie machen, komplett von der Scheune auf beiden Seiten, logischerweise. Und dann kann man innen drin auch wieder was planen. Aber wir haben da so ein paar Stellen, wo es durchregnet. Wo wir letztens das Silo abgebaut haben, da hat Christoph oben ein Ziegel hingerutscht. Der ist auch jetzt wieder, also hingeschoben. Da ist jetzt auch wieder dicht. Ja, wie gesagt. Und darum müssen dann über Winter sozusagen oder über den Sommer, nach dem Sommer müssen hier dann die Saatwagen rein. Wird wahrscheinlich sogar noch mehr Platz sein, aber ja, also da einen hin, hier einen neben, habe ich hier noch ein bisschen Platz. Aber das ist auch in Ordnung, wir müssen hier noch tanken, hier ist die Tankplatte. So, dass wir hier einmal anständig sauber machen alles. Und ja, so ist der Stand. Gibt es sonst noch irgendwas zu melden? Ich gehe nochmal wieder rüber. Achso, ja, ich hatte ausprobiert, tatsächlich letztens auf dem Acker mal. Da habe ich meine Rübenmietenstellen, also wo die Rüben lagen, da lag noch so viel Erde. Die habe ich mit so einem Schiebeschild da mal ein bisschen planiert. Planierschild auch genannt. Und dann stand ich auf dem Acker und dann habe ich mal ausprobiert dieses Autoturn von dem Fentrecker und das geht echt geil, muss ich sagen. Also wenn das, was man, aber das sind wirklich zig Parameter, die man einstellen muss. Aber das werde ich auf jeden Fall noch mal ein, da werde ich auf jeden Fall noch mal ein Video von machen, weil das ist super interessant und dass das tatsächlich alles so genau funktioniert. Ne? Also ich finde es absolut geil. Ja, Leute. Viel gelabert heute wieder. Eine Sache müssen wir noch machen. Wollte ich euch noch mal zeigen. Auf jeden Fall ist hier noch der Saatwagen. Halt mal die Kamera drauf, gucken, ob ihr was seht. Da ist also noch ein bisschen Weizen drauf. Den werde ich noch mal jetzt die nächsten Tage irgendwie absacken in Big Bags. Und dann soll der Krempel auch hier rein. Wahrscheinlich da irgendwo hinten in die Ecke. Dann ist der Wagen leer. Dann kann der hier auch raus. Dass wir hier Platz haben mal ein bisschen. Dass wir ein bisschen alles dahin rangieren. Man muss halt ein bisschen hier auf dem kleinen Hof ein bisschen hin und her. Ne? Das ist halt einfach so. Kommt man nicht drum rum. Ja, hier wie gesagt, die Ecke hier von da bis da ist eigentlich zu schmal. Also den Mütigen, den habe ich reingekriegt, weil ich ihn ja links und rechts schieben kann. Das heißt, ich bin ja so halb reingefahren, habe ich ihn rübergeschoben und dann kam ich auch rum. Aber mit 3 Meter Geräten generell geht es nicht mehr. Naja, ja, so ist der Stand. Noch was gibt es eigentlich nicht. Ich wüsste nichts. Keine Ahnung. Ja. Jetzt gibt es endlich mal wieder ein Video von mir. Soll auch eigentlich so weitergehen wieder, wie gehabt. Aber wie gesagt, eben viel zu tun gehabt. Und ja, so ist der Stand. So, Leute. Ihr wisst Bescheid bei dem Video. Fleißig kommentieren, was bei euch gerade abgeht. Wie viel Regen, wie viel, ach, was weiß ich alles. Wo euch, was bei euch das Wetter macht und die Böden machen. Ob das schon gut befahrbar wäre für Rübenaussaat. Und ja, Kanal abonnieren, mit euren Freunden teilen, ne, Daumen hoch und sowas, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.